Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Es ist leider wahr, ich wollte Nonne werden mit 10. Mit 12 dann schon nicht mehr. Ich hoffe, das sehen Sie mir nach. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Preisträgerinnen und Preisträger. Gestern Morgen hat mir jemand meine Zeitung geklaut. Aus dem Briefkasten. Früh um 8 war sie schon nicht mehr da. Endlich, dachte ich. Endlich hat jemand so großen Appetit aufs Zeitungslesen, dass seine kriminelle Energie mit ihm durchgeht. Endlich ist meine Zeitung so begehrenswert, dass jemand kein Risiko scheut, um sie mitgehen zu lassen. Ein halbes Jahr wohne ich bereits in Frankfurt, doch so ein Zeitungsklau ist noch nie vorgekommen. Das hat mich arg deprimiert. Schließlich hängt mein Briefkasten gut sichtbar in einer Hofeinfahrt, wo er für jedermann, auch von der Straße her, zugänglich ist. Und die Zeitung schaut immer mindestens zur Hälfte aus dem kleinen Kasten heraus. Trotzdem hat sie nie Beine bekommen. Handys werden gestohlen, Zeitungen nicht. Das, meine Damen und Herren, sagt mehr über den Strukturwandel der Öffentlichkeit als manche Statistik. Zeitungen, zumal gut gemachte, sind großartig, aber das, und das muss ich wohl auch als Printfrau akzeptieren, sie sind einfach längst nicht mehr für jedermann attraktiv. Nicht mehr die Zeitung, sondern mobile Endgeräte sind für die meisten Menschen die erste Wahl, um sich Informationen zu beschaffen. Frisst also das Netz die gedruckte Zeitung? Und wenn das passieren sollte, ist das denn so schlimm? In anderer Weise, doch ähnlich unsicher, sieht es ja für Radio und Fernsehen in seiner klassischen Form aus. Kein Wunder also, dass wir Medienmacher seit Jahren wechselweise zwischen der Hoffnung auf revolutionäre Ideen und Apathie hin und her schwanken. Dass wir die alte Heimat längst verlassen, aber noch keine wirklich neue gefunden haben. Aufgemacht haben wir uns. Angekommen sind wir noch lange nicht. Aber wahrscheinlich gibt es ja so etwas wie Angekommensein in digitalen Zeiten eh nicht mehr. Als nach dem Krieg zum Beispiel die Frankfurter Rundschau die zweite Lizenz für eine Tageszeitung in Deutschland bekam, war dies ein Aufbruch, aber gedacht wurde er für Jahrzehnte. Wer launcht heute schon ein Medienprodukt für solch eine Ewigkeit? Was heißt das nun für den kritischen Journalismus? Wird er als Opfer des Umbruchs in naher Zukunft das Zeitliche segnen oder nur noch in der Nische sein Dasein fristen? Bei der Suche nach Antworten hilft uns vielleicht ein toter Mann. Albert Einstein war, wie wir alle wissen, nicht nur als Physiker ein kluger Kopf. Eine Anekdote, die über ihn erzählt wird, gefällt mir besonders gut. Da hat Einstein, als er in Princeton lehrte, seinen Studenten zum Ende des Semesters ein paar Aufgaben gestellt. Kaum hatte einer der Studenten den Arbeitsauftrag gesehen, wollte er sich beschweren. Herr Professor, sagte er, Herr Professor, das sind ja dieselben Fragen wie im vergangenen Semester. Das mag ja sein, antwortete Albert Einstein, aber die Antworten, mein Lieber, die Antworten haben sich verändert. Zweifellos ein intelligenter Hinweis. Was hat er mit unserer Branche, mit Medien und dem Journalismus zu tun? Seitdem es modernen Journalismus gibt, ist er im Grunde mit den immer gleichen Fragen konfrontiert. Was ist Aufklärung? Um welche gesellschaftliche Aufgabe geht es? Wie stelle ich Öffentlichkeit her? Was ist Qualität, was Kritik und Kontrolle? Welche Inhalte braucht es in welcher Form? Wer ist mein Publikum? Wie erreiche ich es und womit halte ich es bei Laune? Und nicht zuletzt, wie verdiene ich mit Journalismus ausreichend Geld? Die immer gleichen Fragen, meine Damen und Herren, ganz unabhängig vom jeweiligen Medium. Aber die Antworten müssen wir Medienmacher stets aufs Neue geben. Denn die Antworten verändern sich zweifellos ständig in den vergangenen 2 Jahrzehnten mit zunehmender Rasanz. Und hinzu kommt, und das ist bedrängender, hinzu kommt, dass seit rund 15 Jahren diese Antworten unter dem Diktat von massivem ökonomischem Druck, Krisenstimmung und Untergangsszenarien gesucht werden. Was weder der Nachhaltigkeit
der Ideen noch der Entwicklung unbedingt gut tut. Als der Otto-Brenner-Preis vor 10 Jahren zum ersten Mal vergeben wurde, hielt der sehr geschätzte Kollege Heribert Prantl, der heute ja auch hier ist, die Eröffnungsrede. Er zeigte sich ziemlich skeptisch, was die Zukunft des kritischen Journalismus angeht. Eine oberflächliche Nassforschheit sah er in unserer Profession an der Tagesordnung. Potente Ahnungslosigkeit und aggressive Rechthaberei. Also alles andere als journalistische Qualität am Start. Kein gutes Zeugnis, das der Innenpolitikchef der Süddeutschen Zeitung unserer Branche damals ausstellte. Was hat sich denn seitdem getan? Gibt es inzwischen andere Entwicklungen, die ein positiveres Urteil rechtfertigen? Lassen Sie mich auf 2 Beispiele kommen, an denen sich stellvertretend zeigt, welche Antworten oder besser Antwortversuche es auf einige der Fragen gibt, denen sich Journalisten und Verlage stellen müssen. Das eine Beispiel ist Krautreporter und The Correspondent aus Holland, das andere die Idee, dass es ein Spotify für Zeitungen geben sollte. Krautreporter, ich denke, Sie alle haben von dem Projekt gehört. Der Online-Journalismus ist kaputt, wir kriegen das wieder hin. Mit dieser Ansage starteten die Krautreporter ihr Projekt. Per Crowdfunding sammelten sie mehr als 1 Million Euro als Startkapital ein. Und zwischendrin sah es aus, als könnte das vielleicht gar nicht so gut klappen. Sie hatten sich als Ziel 900.000 Euro gesetzt und kurz vor Schluss hatten sie das Geld einfach noch nicht zusammen. Es fehlten ein paar hunderttausend. Aber zum Stichtag waren dann nicht nur 900.000, sondern über 1 Million da. Dabei gab die zahlende Community ihr Geld als Vorschuss, im Vertrauen darauf, dass die Krautreporter ihre Versprechen anschließend einlösen würden. Denn die Initiatoren versprachen einen anderen Journalismus als den im Netz häufig üblichen. Hochwertig, tiefgründig, experimentell sollte er sein. Um gute Recherche und überzeugende Argumente sollte es gehen, um eine ausgeprägte Kommunikation mit den Usern und um Transparenz über das eigene Gebaren. Journalistische Qualität im Netz sollte neu etabliert und dadurch gerettet werden. Schließlich wissen wir, was Online-Portale in weiten Teilen auch dort bieten, wo es angeblich journalistisch zugeht. Sie bieten eine Pseudoberichterstattung, die Unterhaltung und Information so lange vermischt, bis alles ein Brei ist, wo diese Vermischung auf ungeahnt dreiste Art auch zwischen redaktionellen und werblichen Inhalten passiert. Zum Beispiel durch Native Advertising, wo alle Mechanismen des Boulevard bedient und das Bedürfnis nach abartigem, komischem und kuriosem so lange gefüttert wird, bis einem Spei übel wird. Wie sagte es doch einer der Befragten in dem schönen Einspielfilm, den wir zu Beginn gesehen haben? Wenn es keinen kritischen Journalismus gäbe, wäre wahrscheinlich der Anteil an Katzenvideos entschieden höher. Ziemlich sicher ist davon BuzzFeed die Rede. Sie kennen das sicher, dieses Webportal, das durch Katzen und Listings bekannt wurde. Der Renner in diesen Tagen ist eine Katze als Prinzessin verkleidet, die auf einem fliegenden Teppich schwebt. Und die Beispiele für Listings sind auch super. 24 Burger in Berlin, die du gegessen haben musst. 25 Dinge, die du nur kennst, wenn du auf einem Elternabend warst. Das wollen wir alles unbedingt wissen. In den USA ist diese Site unglaublich beliebt und seit einiger Zeit eben auch in Deutschland am Start. Und ich schwöre Ihnen, auch hier wird sie nicht nach kurzer Zeit wieder verschwunden sein. Doch zurück zu den Krautreportern. Die wollen ihre Arbeit, die sie durchaus als gesellschaftliche Aufgabe verstehen, durch eine Gemeinde finanzieren lassen, der diese Anstrengung jedes Jahr 60 Euro wert ist. Das Modell versucht, auf einige der drängenden Herausforderungen im Mediengeschäft neue Antworten zu geben. Und zwar auf die Frage nach Qualität, gesellschaftliche Aufgabe, Form der Kommunikation mit den Nutzern und nach dem Bezahlmodell. Die Krautreporter haben sich zweifellos viel vorgenommen. Ein gutes Vorbild gibt es allerdings schon. The Correspondent in Holland hat es den deutschen Kollegen vorgemacht. Auch The Correspondent kämpft für Qualitätsjournalismus im Netz und finanziert sich durch Crowdfunding. Die neue Philosophie, mit der The Correspondent angetreten ist, erklärt Ernst-Jan Faut, der Herausgeber der Zeit, folgendermaßen. Erstens,
Erkläre, was du mit dem Geld deiner Mitglieder machst. Zweitens, ermutige die Journalisten, mit den Mitgliedern zusammenzuarbeiten. Drittens, deine Mitglieder sind die besten Botschafter für dein Projekt. Viertens, wenn du einen Artikel publizieren willst, denke über deine Plattform hinaus. Seit einem Jahr ist The Correspondent bereits online. Auch hier zahlen die Abonnenten 60 Euro im Jahr. Davon gibt es bereits 37.000 und das im kleinen Holland. Crowdfunding gilt inzwischen als eines der Zauberwörter, wenn es um die Finanzierung von kreativen oder medialen Projekten geht. Großen Finanziers wie Verlagen beispielsweise wird offenbar nicht mehr viel zugetraut, was angesichts der Politik mancher Häuser in den vergangenen Jahren auch gar nicht verwundert. Also versuchen viele junge Journalisten, ihre Ideen durch gezielte Sammelaktionen zu finanzieren. Klar, diese Initiativen sind wichtig. Unter anderem zeigen sie deutlich, wie viel journalistisches Engagement und Potenzial es hierzulande gibt. Doch auch die Probleme, die mit dieser Art der Ressourcenerschließung einhergehen, sind nicht von der Hand zu weisen. Denn die Folge: jedem Journalisten sein eigenes kleines Projekt mit einem eigenen Kreis von Unterstützern und Nutzern. So schreitet die Segmentierung der Öffentlichkeit weiter voran. Vor allem der digitale Bürger kommuniziert in Nischen. Der Raum, in dem wir öffentlich Meinungen und Argumente austauschen und uns verständigen können, schrumpft zunehmend. Er schwindet zugunsten von Randphänomenen und Exklusivität. Wollen wir das? Dabei ist die Idee des Crowdfunding eigentlich gar nicht so neu. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht noch, 1978, da beschloss die linksalternative Szene in Deutschland auf einem Riesenkongress in Berlin, der auch noch Tunix hieß, eine Tageszeitung zu gründen. Eine Zeitung, die einen ganz anderen Journalismus machen sollte als den bis dato üblichen. So entstand die Taz. Und wie wurde das Projekt, das ich auch wirklich Projekt nannte, nämlich politisches Projekt, noch nicht mal journalistisches Projekt, wie wurde also dieses Projekt finanziert? Wie wurde das Geld für Miete, von Redaktionsräumen, für die Technik und die Druckerei rangeschafft? Indem in der Szene für Vorausabos gesammelt wurde. Crowdfunding. Im Vertrauen darauf, dass irgendwann einmal die dazugehörige Zeitung erscheinen möge. Das hat ja dann auch geklappt. Doch selbst wenn der journalistische Anspruch und die ökonomische Idee der Crowdreporter und von The Correspondent vielleicht gar nicht so originell sind, die Initiatoren gehen trotzdem neue Wege. Sie stellen sich den Herausforderungen des digitalen Wandels in einer ziemlich außer Rand und Band geratenen Medienlandschaft. Wer braucht heute noch kritischen Journalismus? Auf diese Frage versuchen die beiden Projekte eine handfeste Antwort zu geben. Und dabei bewegen sie sich, ganz sicher nicht zufällig, auf den Spuren des Prinzips Zeitung. Denn so wie eine Zeitung auch immer ein Überraschungsei ist, machen auch Crowdreporter und The Correspondent ihre Angebote über das Erwartbare hinaus. Wer auf die Websites geht, weiß nicht, was ihn erwartet. Der Nutzer bekommt nicht nur, was er sucht und will, sondern sehr viel mehr darüber hinaus. Er wird nicht ständig nur bestätigt, sondern überrascht und angestachelt, sich mit neuen Themen und Perspektiven zu beschäftigen. Vor allem aber zeigen diese beiden Projekte, dass es eben doch eine ganze Reihe Menschen gibt, die an Qualitätsjournalismus glauben. Daran, dass er unverzichtbar ist, ein gesellschaftliches Gut, ein Lebensmittel für die Demokratie und die dafür auch bereit sind zu zahlen. Dazu hat Sonja Mikic in dem Einspielfilm zu Beginn ja etwas sehr Kluges gesagt. Auf die Frage, wie es ohne kritischen Journalismus bei uns bestellt wäre, hat sie geantwortet: es wäre eine Welt, die zum Teil Märchen und Lügen verbreiten würde. Banales mit einem ähnlichen Rang wie Relevantes. Wir könnten nichts mehr unterscheiden. Doch Gott sei Dank, es gibt sie ja noch. Die Journalisten, die zu dieser Unterscheidungsfähigkeit beitragen. Sehr viel mehr, als man im medialen Krisengerede häufig so glaubt. Denn dieses Herunterreden der eigenen Profession, das wir Journalisten so grandios beherrschen, ist nicht nur ein Symptom, es ist auch ein eklatanter Verstärker der Krise. Können Sie sich vorstellen,
dass sich der Autokonzern VW hinstellt und das Auto in Grund und Boden stampft? Dass er sich die eigene Existenzberechtigung entzieht, indem er das Ende der Mobilität auf vier Rädern als Cassandra in eigener Sache verkündet? Wie viele Fehler hat die deutsche Automobilindustrie in den vergangenen Jahrzehnten gemacht? Wie war das noch, als Daimler die Megafusion mit Chrysler gründlich versemmelte? Wie viele Zukunftsideen und Entwicklungen wurden von der Mobilitätsbranche verschlafen? Hat sie sich deshalb etwa grundlegend in Frage gestellt? Sowas machen nur Journalisten. Auch das lässt sich bei den Krautreportern beobachten. Seit vergangener Woche sind deren Texte online, doch denken Sie ja nicht, dass die Branche das Projekt nur bejubelt. Was schreibt beispielsweise der Mediendienst Turi 2? Zitat: Als Tiger gesprungen. Einen besseren Online-Journalismus haben die Krautreporter für ihr Crowdfunding-Projekt versprochen. Jetzt stellt sich heraus, die Artikel sind vor allem eines: lang. Unfassbare 33.000 Zeichen braucht Stefan Niggemeier, um sich an Udo Ulfkottes gänzlich irrelevantem Hetzbuch abzuarbeiten. Redundanz pur. Fazit: Die crowdfinanzierten Krautreporter liefern mit 1 Million Euro im Rücken zum Start nur solide gemachten Journalismus. Zitat Ende. Geht's noch? Nur solide gemachter Journalismus? Das ist für die Medienkritiker von Turi 2 offenbar ein Schimpfwort. Als könnte es davon jemals zu viel geben, als hätten wir ihn aller Orten. Was hat Heribert Prantl unserer Profession bei seiner Rede vor 10 Jahren vorgeworfen? Oberflächliche Nassforschheit und aggressive Rechthaberei. Wenn dieser Vorwurf auch heute noch zutrifft, dann ganz sicher auf diesen Kommentar zu den Krautreportern. So sind sie, die lieben Kollegen, müssen eines immer wieder von Neuem beweisen. Beim Selbstzerfleischen sind wir Journalisten einfach Spitze. Und damit treiben wir uns nicht etwa zu Höchstleistungen an, was ja durchaus wünschenswert wäre. Nein, wir versauen uns damit unsere Arbeit, unsere Zukunft und unser Geschäft. Damit wir uns recht verstehen, selbstverständlich lässt sich vieles an den Krautreportern kritisieren. Von der Vollmundigkeit über die massive Männerdominanz unter den Autoren bis hin zu den Namen, die wir sowieso überall lesen. Doch müssen wir deshalb einen vernünftigen Ansatz in die Tonne treten? Das ist bestimmt keine der Antworten, die wir zur Weiterentwicklung des Journalismus brauchen. Wobei es natürlich so ist, dass nicht längst alle Kollegen und Kolleginnen diese negative Einschätzung von Turi 2 teilen. Also einige sehen schon, dass da wenigstens versucht wird, etwas weiterzuentwickeln. Die Krautreporter sind sicher nicht revolutionär, viel eher evolutionär. Aber wer hätte anderes erwartet? Evolution statt Revolution. Entspricht diese Form der Weiterentwicklung dem Journalismus nicht eigentlich sehr viel mehr? Schließlich hängt auch ein erklecklicher Teil unseres Publikums durchaus noch an journalistischen Traditionen. Und wir sollten den Teufel tun, diese treuen Kunden, die uns immer noch sehr viel Geld einbringen, leichtfertig zu vergrätzen. Lassen Sie mich zu meinem zweiten Beispiel kommen. Auch diese Idee versucht, neue Antworten auf die drängenden Fragen zu geben, die unsere Branche umtreibt. Meine Damen und Herren, kennen Sie Spotify? Ja, ne? Spotify ist ein digitaler Musikdienst, ein Aggregator, der unendlich viele Titel von großen und kleinen Plattenlabels streamt. Dabei geht es nicht darum, Musik zu produzieren, sondern darum, sie überall einzusammeln, nach Kategorien zusammenzustellen und weiterzuverbreiten. Mit Spotify brauchen Sie sich nur noch maßgeschneiderte Musik anzuhören, total abgestimmt auf Ihren Geschmack, Ihre jeweilige Laune, auf die Situation, in der Sie sich gerade befinden. Ob Softrock morgens zum Wachwerden, Techno zum Joggen, R&B zum Chillen, Musik für die Regenstimmung oder den Sonnenschein für das frisch Verliebtsein und den Liebeskummer, die Musik kommt gratis aufs Handy, Tablet oder den PC. Gratis? Natürlich nicht wirklich gratis. Ein bisschen bekommt der Kunde umsonst, jede weitere Leistung kostet. Höre die passende Musik, wo immer du gerade bist, so wirbt
Spotify um Kunden. In der vergangenen Woche gab es ein großes Treffen unserer Branche in Bayern, die Münchner Medientage. Da saß ich mit Stefan Zilch, dem Geschäftsführer von Spotify Deutschland, auf einem Podium. Und was meinte Herr Zilch ziemlich unverfroren gleich zu Beginn des Panels? Ihn würde es ja ganz schön nerven, dass es auf den Medientagen ständig um Inhalte ginge. Stellen Sie sich vor, um Inhalte, wie unappetitlich. Denn, so meinte Herr Zilch, schließlich sei nicht mehr der Content entscheidend, auch wenn viele Journalisten und Medienmacher das fälschlicherweise noch immer glauben würden, sondern entscheidend sei das Produkt. Ein Produkt, das von Algorithmen bestimmt wird, ebenso wie Spotify. Content haben ganz viele, sagte Stefan Zilch. Deshalb könne man heute nicht mehr behaupten, Content is King. Vielmehr sei das daraus per Algorithmus und Filtern geschaffene Produkt das neue Zauberwort, das Königreich. Und um das Produkt zu schaffen, sollte man nicht auf Inhalte setzen, sondern auf Technik, Technik und nochmal Technik. Ich fürchte, das klingt in den Ohren mancher Verlagsgeschäftsführer irgendwie angenehm und verführerisch. Die Vertreter dieser Berufsgruppe haben ja häufig ein erstaunlich gebrochenes Verhältnis zu den Inhalten ihrer Medien. Vielleicht sollte man ihnen mal zurufen, sicher ist Inhalt im Journalismus nicht alles, aber ohne Inhalte ist alles nichts. Stefan Zilch, der Geschäftsführer von Spotify, hatte aber neben der Verachtung für Inhalte noch eine andere Botschaft für unsere Branche parat. Er fand es unglaublich hinterwäldlerisch, dass Verlage so wenig über ihre Kunden wüssten. Wie sollten sie mit ihren Medienprodukten den Geschmack ihres Zielpublikums treffen, wenn sie nicht gezielt deren Daten sammeln, zu Profilen zusammenführen und verwerten würden? Das zu unterlassen sei sowas von fahrlässig. Mit anderen Worten, die Verlage seien eigentlich ganz schön blöd, ihre Leser nicht auszuspionieren. Big Data als Allheilmittel gegen Leser- und Abonnentenschwund? Reagiert nicht ein Teil der Öffentlichkeit spätestens seit den Snowden-Enthüllungen ziemlich empfindlich auf Ausspähaktionen? Darauf kann man eigentlich nur mit Frank Schirmacher antworten. Der meinte, die Zeitung ist die richtige Antwort auf solche neue Ängste. Sie ist das einzige nicht überwachungsfähige Medium. Was schließlich ein nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber den meisten Online-Angeboten ist, die unser Privatleben bereits ausforschen, wenn wir journalistische Texte im Netz suchen, bewerten und verschicken. Auch hier, meine Damen und Herren, müssen wir dringend etwas tun. Denn diese Ausspähpraxis kann für Online-Nutzer eigentlich doch nur eine Konsequenz haben: dass wir im digitalen Zeitalter ganz neu lernen müssen, was das Öffentliche und was das Private ist. Wir müssen entscheiden, was wir davon schützen wollen, um uns selbst zu schützen. Statt die Definition des Öffentlichen und des Privaten den Filtermechanismen multinationaler Oligopolisten, toll, dass ich dieses Wort rausgebracht habe, ich sage es nochmal, den Filtermechanismen multinationaler Oligopolisten und digitalen Imperialisten wie Google zu überlassen. Doch selbstverständlich sammeln auch Zeitungsverlage inzwischen wesentlich mehr Daten über ihre Kunden als früher. Man will schließlich wissen, was sie wollen und brauchen. Und grundsätzlich ist diese Orientierung ja nicht verkehrt. Viel zu lange haben Journalisten arrogant einfach ihr Ding gemacht, ganz unabhängig davon, was das Publikum damit anfangen konnte. Das durfte sich bei Zeitungen höchstens in Leserbriefen beschweren oder das Abo kündigen. Und besonders arrogant waren dabei die Redaktionen von Taz und Faz, weil dort ging es nämlich immer mal wieder so zu, dass sich die Leute hingesetzt haben, also die Kollegen und Kolleginnen, und gesagt haben, diesem Leser, dieser Leserin, den kündigen wir jetzt das Abo. Diese Haltung ist Lichtjahre entfernt. Vielmehr geht die Entwicklung in eine Richtung, wie sie der Verlags- und Datenexperte Marco Maas empfiehlt. Es gibt sehr viel Optimierungsmöglichkeiten, meint Maas. Würde sich jemand die Mühe machen, zu überprüfen, wer die Leser sind, was sie lesen und was sie interessiert, der könnte eine ganz andere Zeitung machen. Soweit Maas.
Und ganz in diesem Sinne überlegen Verlage, was den Geschäftsführer von Spotify ganz sicher freut, ob es nicht ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell sein könnte, eine Art Spotify für Zeitungen zu gründen. Motto: Möglichst viele Inhalte unterschiedlicher Blätter kommen in einen Topf und werden per Algorithmus gefiltert, bis daraus für jeden Kunden ein journalistisches Päckchen entsteht, das komplett auf den Kunden und seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Durch die Informationen, die der Kunde preisgibt, damit seine Wünsche befriedigt werden, lassen sich die Angebote bis ins kleinste Detail verfeinern und selbstverständlich auch auf andere Produkte übertragen, die der Verlag diese Menschen dann zielgenau anbieten kann. Resonanz und Rendite. Ein Spotify für Zeitungen wäre der Versuch, auf diese Fragen der Medienbranche eine neue Antwort zu finden. Die Qualität des Produkts wird dabei nicht durch die Inhalte, sondern durch seine Passgenauigkeit, also durch die Algorithmen, definiert. Da bekomme ich eben am Frühstückstisch nur die positiven Nachrichten und Schönen dieser Welt auf den Tisch, damit es mir nicht die Laune für den Tag verhagelt. Da lasse ich mir die Lokalnachrichten rausfiltern, weil mich zwar der Sperrmülltermin interessiert, aber sonst kaum mehr als mein unmittelbares Umfeld. Da will ich als Mutter zwar Informationen über Familien- und Schulpolitik, weil das für mein Leben wichtig ist, aber was sonst politisch entschieden wird, will ich gar nicht erst wissen. Und als Vater muss ich natürlich alles über Sport lesen, aber bloß nichts über die Drogensüchtigen in meiner Stadt. So bastele ich mir die Welt zurecht, alles andere blende ich weg. Wenn das nicht angenehm und bequem klingt. Und damit mir die lästige Arbeit des Wählens und Entscheidens abgenommen wird, bin ich natürlich bereit zu zahlen. Denn das ist Service. Ist das der Weg in die Zukunft der Zeitung? Digitale Medien funktionieren ja bereits so. Ich bekomme nur, was ich suche, hole mir, was mich bestätigt, empfehle weiter, was meinem Geschmack entspricht, ob über Facebook, Twitter, YouTube etc. So schwimme ich wunderbar in meinem eigenen Saft und mein Umfeld gleich mit. Bei Musik ist das ja völlig okay. Schließlich geht es dabei um reine Geschmacksurteile. Ob ich Helene Fischer höre oder Heavy Metal, entscheidet nicht über die Welt. Bei Journalismus ist es eine ganz andere Sache. Er hat eine andere Aufgabe und darf sich nicht auf Geschmacksurteile reduzieren lassen. Mit zunehmender Individualisierung und Zersplitterung haben wir in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft ja bereits genügend zu tun. Doch was passiert mit unserer Öffentlichkeit, wenn wir nur noch gefilterte Nachrichten konsumieren? Wenn es nur noch Nischen gibt, in denen wir uns alle lieb haben und miteinander kommunizieren, während die böse Welt draußen bleibt? Das selbstreferenzielle System, in dem wir uns zunehmend bewegen, besser gesagt die vielen verschiedenen selbstreferenziellen Systeme, verfestigen vorgefertigte Meinungen und bestehende Haltungen. Da gibt es nichts mehr, was irritiert und rüttelt, was einen neuen Erkenntnisprozess in Gang setzt. Es ist das Gegenteil von Aufklärung. Lässt sich so kritischer Journalismus betreiben? Meine Damen und Herren, wir suchen nach Antworten. Und eine Antwort auf die derzeitige Umbruchssituation ist ganz sicher, Qualitätsjournalismus aufs Schild zu heben und zu feiern. Wenn die vorhin bereits erwähnte Autoindustrie ihre viel zu großen und umweltschädlichen Karossen jedes Jahr mit unglaublich viel Tamtam inszeniert, sollen wir nicht auch guten Journalismus öffentlich präsentieren? Es muss ja nicht gleich mit einer leicht bekleideten Hostess auf der Kühlerhaube sein. Die Otto-Brenner-Stiftung versteht es als ihre gesellschaftliche Aufgabe, kritischen Journalismus zu würdigen. Das ist zweifellos vorbildlich. Mit ihrem Preis, der heute zum 10. Mal vergeben wird, feiert die Stiftung einige der Besten unserer Branche. Deshalb einen ganz herzlichen Glückwunsch an die Preisträgerinnen und Preisträger. Denn auch sie sind Teil der Antwort, die wir heutzutage im Journalismus brauchen. Vielen Dank. Frau Mika, reden wir noch kurz? Ganz kurz. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank für diese engagierte Rede, Bascha Mika. Vielleicht noch ein, zwei kurze Fragen. Ja. Sie haben die Branche gerade so schön zwischen Revolutionswillen und Apathie skizziert. Wie diskutieren Sie das bei Ihrer Zeitung, bei der Frankfurter Rundschau? Wie kann sich kritischer Qualitätsjournalismus in der Vielfalt der Angebote, die wir heute haben, behaupten? Wie kann er sich auch im Netz behaupten? Wie wird das bei Ihnen diskutiert? Ich glaube, Sie haben schon ein ganz entscheidendes Stichwort genannt, nämlich Diskussion. Ich komme noch mal auf das zurück, was Herbert Prantl vor 10 Jahren hier gesagt hat. Da meinte er, dass die Diskussionen in den Redaktionen entschieden nachgelassen hätten. Und er führte das eben auf die ökonomische Krise zurück und auf die Situation, die Krisensituation der Branche insgesamt. Ich glaube, wir müssen uns, und das betrifft eben auch die Alltagsarbeit in einer Redaktion, jeden Tag von Neuem darüber verständigen, welchen Journalismus wir machen und in welchem Rahmen wir ihn machen. Und das heißt für uns in der Rundschau, dass wir uns natürlich fragen müssen, wie gehen wir an Themen heran? Ist es das, was wir als Rundschau wollen? Was ist unsere Botschaft dabei? Das ist teilweise mühsam, manchmal macht es ja auch wahnsinnig Spaß, aber manchmal ist es ja auch mühsam, es kostet Zeit. Aber genau darum geht es. Wir brauchen diesen Selbstverständigungsprozess, den brauchen wir in den Redaktionen, den brauchen wir aber selbstverständlich auch öffentlich. Deswegen ist ja dieser Preis so toll. Mhm. Und wenn es um gute Inhalte geht, dann werden die Zeitungen auch überleben. Manche behaupten ja, die Journalisten der Zukunft müssten eher Programmierer werden. Ja, ja, ich weiß. Frank Schirmacher hat so etwas mal gesagt. Ich halte das für kompletten Quatsch. Und es gibt auch genügend Leute, die Programmierer sind oder zumindest beides, Journalisten und Programmierer. Wie zum Beispiel einer der Vorreiter für multimediales Storytelling. Und der sagte, weil er inzwischen an einer Journalistenschule in Eichstätt lehrt, der meinte, die jungen Journalisten und Journalistinnen brauchen natürlich und wollen das auch, ein verstärktes Verständnis für die Technik. Also sie müssen schon wissen, wie funktioniert es. Und dass sie heute trimedial ausgebildet werden, dass sie selbst mit einer Kamera rausgehen, mit einer Videos drehen, dass sie Audioslides machen, das versteht sich von selbst. Aber bis zum Programmieren muss es nun wirklich nicht kommen. Dazu gibt es Fachleute. Und ich sehe auch überhaupt nicht ein, also ich habe vorhin die Münchner Medientage erwähnt, da saß ein Geschäftsführer einer Zeitung, der träumte sozusagen von den programmierenden Journalisten. Solange dieser Geschäftsführer seine Matrix für seine Bilanzen nicht selbst programmiert, ja, kann er, finde ich, von Journalisten nicht verlangen, dass sie auch anfangen zu programmieren, oder? Und Sie freuen sich weiterhin, wenn Ihre Papierzeitung geklaut wird. Vielen herzlichen Dank, Bascha Mika.